Ja, wir haben heute hier das neue Amilo Mini von Fujitsu Siemens. Es ist ein Netbook, welches auf der IFA 2008 offiziell vorgestellt wurde. Und ein 8,9 Zoll Display mit einer Auflösung von 1024x600 besitzt. Als Plattform kommt auch hier die Intel Atom Plattform zum Einsatz. Das heißt, es ist auch hier ein Intel Atom mit 1,6 GHz verbaut. Ja, das Highlight dieses Netbooks ist, dass wir hier die Cover wechseln können. Standardmäßig wird bei dem Amilo Mini ein bordeaux-rotes Cover mitgeliefert. Man kann es natürlich auch ohne Cover betreiben, dann ist die Hinterseite weiß. Oder man kann zusätzlich als Accessoire ein blaues, schwarzes, pinkes, rotes oder transparentes Cover erwerben. Die Covers werden voraussichtlich für ungefähr 20 Euro im Zweierpack verkauft. Und vor allem das transparente Cover ermöglicht ein sehr individuelles Anpassen des Netbooks. Das Cover wird dann einfach hinten auf das Netbook draufgeklippt. Und schon haben wir hier ein Customized Amilo Mini. Wir werfen mal einen Blick auf das System und starten es aus dem Ruhezustand. Das Interessante ist, dass Fujitsu Siemens Computer im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern einen 4-Zellen-Akku verbaut hat, sodass wir hier eine wesentlich höhere Laufzeit erreichen. Weiterhin gibt es eine besonders hochwertige Webcam mit 1,3 Megapixel Auflösung und ein Area-Mikrofon, welches vor allem der Rauschminderung dienen soll und demzufolge Skype-Telefonate ermöglicht, ohne dass man ein zusätzliches Mikrofon benutzen muss. Auch die Lautsprecher sollen sehr gut sein, zumindest in Anbetracht ihrer Größe. Ja, es kommt mit Windows XP daher. Und als Festplatte kommt eine 60 GB 1,8 Zoll Festplatte zum Einsatz. Es wird aber auch ein Modell mit einer 80 GB Variante geben. Voraussichtlich später kommt auch noch ein Modell mit einer größeren Festplatte. Etwas, was die Konkurrenz nicht bieten kann, ist der Erweiterungsslot. Hier kann man UMTS-Karten unterbringen und das Netbook damit auch für den mobilen Internet-Einsatz fit machen. An der Front befinden sich Audio-Ausgang und Mikrofoneingang sowie ein SD-Card-Reader, die Status-LEDs und an der linken Seite finden wir wieder einen USB-Anschluss und einen VGA-Ausgang. Auf der rechten Seite gibt es neben dem Express-Slot einen USB- und einen Netzwerkanschluss sowie die Stromversorgung.